herzlich willkommen bei Transkanada Touristik und Transamerika Reisen. Mein Name ist Yvonne Albachten. Ich möchte Ihnen heute den neuen Vancamper präsentieren. Nun aber noch kurz etwas zu unserer Firma. Transkanada Touristik und Transamerika Reisen existiert auf dem deutschen Markt seit fast 10 Jahren. Wir sind einer der größten Reiseveranstalter für Kanada- und USA-Reisen in Deutschland. Meine Kollegen und ich bereisen jedes Jahr Kanada und die USA. Im letzten Jahr sind wir zum Beispiel in Toronto und Vancouver, in LA, San Francisco, New York und Philadelphia gewesen. Sie als Kunde profitieren natürlich davon, denn nur so können wir Ihnen eine exzellente Beratung gewährleisten. Nun aber zurück zum Vancamper. Der Eurotourer von Apollo ist hervorragend geeignet für 2 Personen. Er ist klein und bietet dennoch Komfort. Ich persönlich schätze besonders die Rückfahrkamera und die großen Außenspiegel, denn dadurch kann auch ich als kleine Person dieses Fahrzeug ohne Probleme rückwärts in die richtige Position bringen. Er verfügt auch über eine große Windschutzscheibe. Dadurch habe ich während der Fahrt eine gute Aussicht auf die Landschaft. Hier außen haben wir die Markise. Sie lässt sich einfach ausfahren und ist dennoch stabil. So, nun möchte ich Ihnen gerne das Fahrzeug von innen vorführen. So, jetzt sind wir direkt im Wohnmobil. Sie werden sehen, wir haben hier alles, was wir brauchen. Hier haben wir jetzt die Küchenzeile, hier vorne die Spüle mit fließend Wasser, Warm- und Kaltwasser, dann einmal den 3-flammigen Gasherd und dann haben wir hier unten noch den Kühlschrank. Da muss ich jetzt erst das öffnen, das ist verriegelt mit Eisfach. Beide Geräte laufen völlig autark. Läuft über Gas, sie benötigen somit keinen Strom. Hier oben haben wir die Mikrowelle, hierfür würden Sie den Generator oder halt den Strom benötigen. Ja, dann haben wir hier weitere Schränke mit Stauräumen, auch die sind verriegelt. Das lässt sich einfach lösen und auch wieder schließen, ist aber während der Fahrt sehr wichtig, denn dadurch fallen halt die Gegenstände nicht raus und auch das Essen nicht. Dann haben wir hier unten einmal einen Teil der persönlichen Ausrüstung, Besteck, und weiter unten halt zum Beispiel Teller. Buchen Sie Ihr Wohnmobil bei Transkanada Touristik oder Transamerika Reisen, ist die persönliche Ausrüstung bereits enthalten. Darin eingeschlossen unter anderem das Besteck, aber auch solche nützlichen Dinge wie zum Beispiel der Korkenzieher oder der Kartoffelschäler. Es ist somit alles da, was Sie benötigen in der Küche. Nun möchte ich gerne zu ein paar technischen Details kommen. Hier vorne können Sie die Füllstände für Frischwasser, Brauchwasser und die Batterie ablesen. Auf fast jedem Campingplatz besteht die Möglichkeit, in eine Versorgungsstation zu fahren und das alte Wasser, das Brauchwasser abzulassen und neues Wasser aufzufüllen. Für die Spüle und für die Dusche benötigen Sie den Wasserboiler. Stellen Sie ihn an, bekommen Sie innerhalb von ca. 20 Minuten warmes Wasser. Jetzt sitzen wir in der Dinette, Sitzbereich und Schlafbereich zugleich. Ausreichend Platz für 2 Personen, aber auch für 4, wenn man die Campingplatznachbarn von Trugen zum Abend einladen möchte. Kann man gemütlich den Abend ausklingen lassen mit einem Glas Wein. Man hat auch die Möglichkeit, Musik zu hören, Radio, DVD-Player, hier drüben der Fernseher, zusammen einen Film zu schauen und zu späterer Stunde dann halt das umzufunktionieren zu einem Bett. Dafür nehme ich mal kurz den Blumenstrauß zur Seite. Das möchte ich Ihnen gerne einmal demonstrieren. Verdunkle die Fenster. Es ist ganz einfach. Mit ein paar Handgriffen haben Sie dann auch schon aus der Dinette ein Bett gezaubert. Einmal den Tisch zur Seite. Und das Tischbein. Dieses Polster einmal hoch, dann zieht man das andere Polster rüber . Dieses Polster kommt hierzu, es liegt hier. Das nimmt man so. Und dann muss man das hier noch, keine Sorge, es ist sehr stabil, man kann hier gemütlich zu zweit liegen. Und voilà, das Bett ist fertig.
Buchen Sie bei uns Trans-Kanada-Touristik oder Trans-Amerika-Reisen, ist in der persönlichen Ausrüstung auch schon die Bettwäsche oder der Schlafsack mit dabei. Ich persönlich schätze das sehr, denn so muss ich zu meinem Überseekoffer nicht auch noch den Schlafsack mit mir herumtragen. So, nun möchte ich Ihnen gerne unser kleines Badezimmer zeigen. Das haben wir hier. Es hat alles, was man benötigt. Eine Toilette, ein kleines Waschbecken und eine Dusche. Selbstverständlich liegt es bei Ihnen, ob Sie direkt hier im Wohnmobil duschen oder auf dem Campingplatz in den Wasch- und Duschräumen. Hervorzuheben ist auch nochmal, dass es einen Durchgang gibt vom Wohnbereich in den Fahrerbereich. Da kann man ganz einfach von hinten nach vorne gehen oder umgekehrt und sich ans Steuer setzen. Das Fahrzeug verfügt über ein Automatikgetriebe und über einen Tempomat. Es fährt sich quasi von allein. Hier oben im Rückspiegel sehen wir noch einmal die Rückfahrkamera, mit der es möglich ist, das Fahrzeug problemlos rückwärts in die richtige Position zu bringen. Ein Navigationsgerät können Sie noch hinzunehmen. Hier vorne haben wir auch noch den CD-Player und das Radio, Heiz- und Klimaanlage natürlich, einen zweiten Zigarettenanzünder, über den Sie Ihr Handy aufladen können. Generell hat man sehr viel Platz hier vorne im Fahrerraum. Somit ist es sehr bequem, auch weite Strecken zu fahren. Ich hoffe, Sie konnten einen kleinen Eindruck gewinnen vom Camping in den USA und Kanada und sind auf den Geschmack gekommen. Wir machen uns jetzt auf den Weg. Dies war ein kleines Wohnmobil, nur für uns zwei, weil wir bieten auch größere Wohnmobile an. Für bis zu 6 Personen. Schauen Sie doch einfach mal rein unter www.trans-amerika-reisen.de oder auf www.trans-kanada-touristik.de. Ich sage Tschüss und bis bald.